eine ganz besondere Rede, denn gestern sind überall in Deutschland Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße gegangen, um gegen eine Agrarpolitik zu protestieren, die sie mit dem Rücken an die Wand getrieben hat. Wir haben seit Jahren ein Höfesterben. Viele Landwirte haben investiert, weil ihnen Berater, Banken und die Politik geraten hat, produziert immer mehr, produziert immer billiger. Und die merken jetzt, sie kriegen ihre Arbeit nicht bezahlt. Wir haben Erzeugerpreise für Milch, immer wieder auch für andere Produkte, die unter den Produktionskosten liegen. Diese Landwirte sind verzweifelt, weil sie viel arbeiten und kein Geld bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt alle Landwirte einladen in unsere Bewegung, dass wir ihnen zeigen, es gibt eine Zukunft für die Höfe. Wir wollen nicht, dass noch mehr Bauernhöfe verschwinden, dass noch mehr Agrarfamilien an die Ecke gezwängt werden. Es kann nicht sein, dass eine Düngeverordnung allein die Landwirte trifft, während über ein Mercosur-Abkommen billiges Rindfleisch aus abgeholztem Regenwald in unsere Supermärkte kommt und die Bauern, die hier Weidehaltung betreiben, dass die kein Geld für ihre Arbeit bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle mit allen Landwirten und Landwirten sprechen, miteinander reden. Und damit machen wir heute den Auftakt, denn von Landschaft Verbindung ist Thilo von Donner gekommen. Er wird uns sagen, was die Landwirte so verzweifeln lässt und was sie vielleicht auch erwarten von uns. Begrüßt alle Thilo von Donner von Landschaft Verbindung. Herzlich willkommen! Moin Moin, ich freue mich, dass ich hier so freudig begrüßt werde. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Ich musste dafür ein wenig kämpfen bei Landschaft Verbindung. Es ist wie in jeder Bewegung, es gibt immer eine große Bandbreite an Mitgliedern und jeder hat da eine andere Einstellung. Die Begeisterung, hierher zu gehen, war nicht die allergrößte. Aber ich habe mich eingesetzt und ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf. Ich komme aus Schleswig-Holstein, das habt ihr wahrscheinlich an meiner Begrüßung gemerkt. Ich habe einen 80 Hektar Betrieb, mache 50 Hektar Ackerbau, ganz konventionell, 30 Hektar Grünland mit ein paar Galloways, ein paar Pensionspferde, ein bisschen Heuwerbung für Vermarktung. Nichts, wovon man wirklich leben kann. Ich finanziere das quer über Lohnbetrieb, damit läuft das. Das heißt, ich gehöre nicht zu denen, die unbedingt mit dem Rücken an der Wand stehen, weil sie querfinanzieren können. Aber ich bin der Bewegung von Landschaft Verbindung beigetreten, weil ich gemerkt habe, da ist echt Druck drin, da bewegt sich was. Wir können was nach vorne bewegen mit der Masse, die wir auf die Straße bringen, und wir müssen das nutzen. Und deswegen bin ich da hingegangen, weil ich gesagt habe, wir wollen was erreichen, auch für die Zukunft. Neben den aktuell anstehenden Themen, das sind gar nicht so meine, geht es mir vor allen Dingen darum, dass wir über die Zukunft ins Gespräch kommen, in den Dialog kommen und dass wir zusammenstehen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Deutschland. Dass wir das gemeinsam machen, dass wir unsere Kräfte bündeln und uns nicht mehr von der Politik trennen lassen. Es muss ein Ende haben. Es muss ein Ende haben, dass die Politik Keile zwischen uns treibt. Wir haben lange in unseren Schützengräben gesessen, wir haben unsere Positionen verteidigt und wurden immer als Gegner dargestellt, waren wir vielleicht auch ein Stück weit. Aber ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir uns annähern, dass wir zusammenkommen, dass wir Schnittmengen, die auf jeden Fall da sind, auch nach vorne stellen und aus diesen heraus einen Dialog entwickeln und gemeinsam nach vorne kommen. Wir müssen weg von Schwarz-Weiß. Wenn ich mir das hier angucke, dann sehe ich doch, wie bunt wir sind. Das ist doch Wahnsinn. Da ist so viel Farbe drin und das müssen wir nutzen. Wir sehen alle jeden Tag auf unseren Höfen, wie bunt es um uns herum ist. Und das sollten wir nach vorne stellen. Wir müssen gemeinsam weg von einem Entweder-Oder. Es muss wieder ein Sowohl-als-auch geben. Und dafür stehe ich ein, dafür stehe ich hier. Für den Dialog, für die Zukunft. Und dass die Politik zwischen uns verschwindet. Sie muss vor uns und wir müssen sie vor uns hertreiben. Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass wir zu neuen Wegen kommen und dass wir wieder Visionen entwickeln, dass wir Leitbilder für eine Politik haben. Und ich sehe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe im Moment keine Partei am Markt, die wirklich einen Weg nach vorne hat, die Leitbilder hat und die wirklich ernsthaft Visionen hat. Alle haben sie irgendwie so ein paar Ideen, aber es gibt nichts, was wirklich griffig ist, wo wir sagen, das ist nach vorne doch mal ein Weg.
Sehe ich nicht, bei keiner Partei, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, ist aber so. Aber dafür stehen wir, glaube ich, alle hier. Und dafür haben wir gestern da gestanden. Dafür haben wir deutschlandweit da gestanden mit, ich glaube, fast 20.000 Treckern. Das ist schon gewaltig. Und das ist so wichtig, dass wir das nutzen, um neben den ganzen aktuell anstehenden Problemen eine Zukunft für die Landwirtschaft entwickeln. Und dafür gibt es auch die Zukunftskommission, in der ja auch alle Verbände vertreten sind. Und ich denke, das sollten wir nutzen und versuchen, was Vernünftiges zu entwickeln. Ich stehe für den Dialog. Ich bedanke mich für das Forum, für das Auditorium. Ich finde es super. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg.